Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne eine wunderbare Arbeit vorstellen, und zwar die von Mike Köhler. Ihr wisst ja, ich habe dieses Buch geschrieben, der Lebenskompass, da geht es um das Medizinrad. Und der Mike arbeitet ganz, ganz viel mit dem Medizinrad, macht zum Beispiel eine Wanderung in Thüringen, die sich auf das Medizinrad beruft und gibt eine Medizinrad-Ausbildung, wo man also wirklich lernt, was ist denn das Medizinrad, was kann man denn damit machen, was bedeuten denn die einzelnen Richtungen. Und vielleicht möchtest du gerade mal drüber so ein bisschen erzählen, Mike, wer bist du, was machst du und wie kamst du aufs Medizinrad? Also, wie ich heiße, habt ihr ja gerade gehört. Ich mache diese Wanderung schon einige Jahre. Und ich bin aufs Medizinrad gekommen durch meine Ausbildung bei dem Deer-Tribe, den Twisted Hairs. Und habe die Ausbildung, die ich da gemacht habe, habe ich mir gedacht, diese grundlegende Medizinradarbeit vereinfacht. Also jetzt nicht strikt nach den Lehren der Twisted Hairs, aber schon angelehnt. Aber vereinfacht ist auch gut für das alltägliche Leben oder für die Arbeit, die man macht, als egal in welchem Beruf, wirklich egal in welchem Beruf kann man das anwenden, für sich selbst oder auch für andere. Und durch meine Vergangenheit, durch meine Arbeiten als Handwerker, als Schauspieler, als Stuntman und was ich so alles gemacht habe in diesen ganzen Jahren mit eigenem Theater und alles, was ich so ausprobiert habe, fließt damit hinein und habe festgestellt, durch das Wissen, was ich durch das Medizinrad gekriegt habe, wie wichtig all das war, was ich mal gemacht habe und mir ein größeres Verständnis für die Naturgesetze, die du im Medizinrad beigebracht kriegst, wie Energien wirken in den Himmelsrichtungen. Das sind die Energien der Natur in die Richtungen Süden, Norden, Osten, Westen aufgeteilt. Und da hätten wir auch schon mal das Elementerad, mit dem es anfängt, die Ausbildung zum Beispiel. Und wo wir auch während der Wanderung einzelne Rituale bei jeder Wanderung machen, wo man sich dann reinstellen kann und mit seinen Themen, seine Themen ansprechen kann und gucken kann, wie komme ich weiter? Wie komme ich zu mir selbst? Und das zu sich selbst kommen, das die eigene Wahrheit leben, das ist die Grundlage der Ausbildung. Das ist die Grundlage der Ausbildung des Medizinrats, die Grundlage der Ausbildung auch bei den Twisted Hairs. Um seine persönliche Wahrheit zu leben, nicht die Wahrheit des Nachbarn, der Partnerin, der Eltern, des Chefs, sondern seine eigene. Und wie ich das Medizinrad erlebe, und das haben wir auch schon zusammen gemacht, ist, es besteht aus 5 verschiedenen Aspekten, auch Zwischenrichtungen, aber jetzt mal so vereinfacht. Die 4 Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft und die Mitte. Und diese 4 Elemente, diese 5 Aspekte, diese 4 Elemente, kann man durchaus auch mit der eigenen Persönlichkeit verknüpfen. Nämlich, das Wasser steht für das innere Kind, für die Gefühle. Ja. Die Luft steht für den Erwachsenen, für das Mindset, mit dem wir unterwegs sind. Für die Klarheit. Für die Klarheit. Die Erde steht für die Weiblichkeit, für den Körper. Und ja, für den Körper, auch für Verankern, für Festigkeit, für Stabilität. Und das Feuer steht für deine Visionen, für deine Tatkraft, für deine Männlichkeit. Die Mitte für die Sexualität und vor allem auch für die Seele. Für die Seele, für den Spirit, für das Zentrum. Du musst immer wieder durch die Mitte durch, um die Dinge zu verbinden. Und nur wenn du in der Mitte deines Lebens stehst und dich von allen 4 Elementen oder Aspekten in dir beraten lässt, kannst du vernünftige Entscheidungen treffen. Weil diese Elemente, diese Energien, die da wirken, sind ja in dir drinne. Und wenn du dich in das, wo es gerade ein Problem gibt, hineinstellst, reagiert dein Körper, reagiert dein Wissen, reagieren deine Zellen und du kriegst Antworten. Und das Außen reagiert mit und gibt dir Antworten. Die Medizinradausbildung, wie muss ich mir die denn vorstellen? Die geht über wie viele Wochenenden und was ist mit Corona auch? Das Thema der Jahre, der letzten 2 Jahre. Die Medizinradausbildung geht über 3 Wochenende. Die fängt an mit dem Elementerad, so wie du es eben gehört hast, mit den Elementen, mit den 4 Richtungen, geht weiter über die Zwischenrichtungen, dann wird es zum Medizinrad.
Und am 3. gibt es dann nochmal Zusatzräder, die das noch vervollständigen. Und es gibt jedes Mal auch praktische Übungen. Also ihr macht die Theorie gleich von Anfang an und stellt euch rein. Kriegt gleich gelernt, wie was geht. Und was das Corona angeht, es ist halt eine begrenzte Zahl. Im Höchstfall 5 bis 6, dass genug Abstand zwischen euch ist und wer weiß, wie bis dato dann auch die Regelungen sind. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt zu deiner Ausbildung gehe und dann was übers Medizinrad lerne? Was habe ich denn dann davon? Also das Größte, was du davon hast, du lernst auch was über dich selbst. Das ist eigentlich das A und O. Und natürlich kann man die Medizinradarbeit oder auch die, ich habe es ja Lebenskompass genannt. Sehr schöner Name auch. ja, für die Leser meines Buches, die jetzt nicht so schamanisch interessiert sind, aber das macht ja nichts, man kann ja trotzdem Das ist wurscht. diese eben, genau. Man kann es einfach sehr, sehr, sehr gut im Prinzip in jede Arbeit mit einbringen. Ob du Meetings gibst mit deinen Angestellten oder deinen Geschäftspartnern und ihr einfach mal guckt, okay, was würde denn jetzt die Luft dazu sagen, also das Mindset, was sagen die Emotionen dazu, wie fühlt sich das Ganze körperlich an und sind auch genug Ressourcen da, die Erde hat ja auch mit Geld zu tun, ne? Habe ich genügend Ressourcen für das, was ich da machen möchte? Das Feuer, wie ist denn die Vision? Haben wir genügend Tatkraft, genügend Manpower, ne? Und was sagt denn die Mitte? Was ist denn das, was wir tatsächlich wirklich wollen? Das kannst du in jedem Bereich anwenden, sei es privat, sei es beruflich und sowieso natürlich, wenn du eine eigene Praxis hast oder wenn du selbst mit Klienten arbeitest. Ganz besonders sinnvoll, wenn du Coach bist. Also wenn du Coaching machst, Ja. ne? Und was ich auch oft gemacht habe, und das haben wir auch schon zusammen gemacht, wirklich eine Aufstellung, ja? Ich mache zum Beispiel manchmal sogar Kartenlegungen im Medizinrad. Dann mische ich die Königin die Königinnen raus oder die Könige. Tarot ist ja auch nichts anderes als die vier Elemente und die großen Arkana sind die Mitte. Und dann gucke ich mit einem anderen Kartendeck zum Beispiel, was sagt denn jetzt da, was weiß ich, die Luft, ne? Was sagt denn da die Erde? Du kannst das Medizinrad wirklich in alles integrieren. Warum? Weil es essentiell ist. Weil die Elemente schon immer da waren und weil unser Körper aus den Elementen besteht. Ja, das heißt, die Lehre, das, was du da lehrst, ist das, was einfach die Basis der Erde ist, die Grundlage von allem. Die Wanderung, wie muss ich mir das vorstellen? Die Wanderung, die sind, ihr kommt an in einem Hotel, wo ich die Zimmer schon reserviert habe, die müsst ihr dann nur selber buchen, aber die sind reserviert. Und es ist so, dass am ersten Tag auch gleich eine kleine Wanderung losgeht. Und ich dann schaue, wie sind die Leute drauf, die da wandern, also zu Fuß. Man sollte schon gut zu Fuß sein. Und dann habe ich verschiedene Einteilungen. Ich habe sie früher mal eingeteilt, dass man es dass ich schon Richtungen vorgeschrieben habe. Aber ich habe festgestellt, dass ich das auch am ersten Tag einteile, dass wir, okay, heute ist Süden dran und wir gehen dann und gucke ich, wie laufen die Leute. So entstehen dann auch die Strecken, die ich für den folgenden Tage nehme, mache ich halt ein paar anstrengende oder weniger anstrengende. Und jeden Tag, wenn wir wandern, wird es ein Ritual geben. Also es wird ein Medizinrad ausgelegt, eine Pause gemacht, mit Medizinrad auslegen, wo dann man sich hineinstellen kann. Je nach Anzahl der Teilnehmer ist halt jeden Tag jemand anders dran oder auch zwei, dass man sie durchkriegen über die 5 Tage, die wir da unterwegs sind. Ein Tag ist immer fest. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit den Corona-Regeln sein wird, wo ich mit den Leuten in eine Höhle gegangen bin, in die Marienglashöhle dort in Friedrichroda, wo man dort, dann ist dann auch immer der Westen. An dem Tag ist der Westen. Ich habe das Erde, dann die Erde, Erde. dass man in der Erde ist. Dort kann man sich auch noch in eine Druse stellen von Marienglas. Die Führung, die da stattfindet, wird auch sehr langsam geführt. Die ist wunderbar, dass die Leute sich auch ein bisschen von den anderen Leuten abstellen können und dann in der großen Halle sich mit der Erde verbinden können. Kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, sorry. Und bis jetzt hatten wir das immer so kombiniert, dass wir danach, weil das meistens an einem Regentag ist, dass ich danach mit den Leuten, wer will, in die dortige kleine Therme gegangen bin. Und die kennen mich da schon und ich kann dann die Aufgussführung übernehmen. Da werden dann vielleicht auch noch andere Gäste in der Sauna drin sind, je nach Regel, in dem Aufguss sein. Und ich trommel da. Ich trommel dann noch einmal
alle Richtungen oder auch ganz spezifisch die Erde, dass ihr in der Sauna sitzt und ich eine Trommelritual Das mache. heißt, wenn ich ein Thema habe, zu dem ich gerne mal eine Vision Quest Reise machen möchte und möchte jetzt nicht den ganzen Jakobsweg gehen, dann gehen wir den Köringweg. Dann, oder ich möchte was übers Medizinrad lernen oder ich möchte einfach mal deine Arbeit kennenlernen, ne, möchte hineinschnuppern. Ideal zum Hineinschnuppern. Möchte schamanische Rituale im Wald erleben, ne? Dann wäre das das Richtige. Ja. Ja, genau. Es macht Spaß, es ist für jedermann, ob du nun dran glaubst oder nicht, aber Interesse hast, mal was anderes kennenzulernen in Sachen, wie lerne ich mich selber kennen und wandere gerne. Ja, und die Leute bis jetzt waren immer super. Es gibt auch gutes Essen dort, mal so nebenbei. Da spricht die Erde und dein Aszendent Stier. Genau. Genau. Es ist halt im Bereich Friedrichroda, Thüringen, wunderschön, Inselsberg-Gegend. Und die Richtungen, also die Wanderungen werden freigestaltet. Während der Wanderung gibt es dann noch Kräuterwissen und so weiter und so fort. Was es da so alles gibt. Und was ist für dich das Wesentliche? Warum arbeitest du so viel mit Medizinrad? Weil es eine Lebensgrundlage ist, weil es dir deine Wahrheit sagt, unmissverständlich. Entweder du nimmst es an oder du bleibst da, wo du bist und sagst, okay, interessiert mich nicht. Aber es ist direkt und sofort. Du kriegst sofort Antworten. Du spürst es sofort und direkt. Ja? Und es sagt dir direkt, das und das muss geändert werden. Was du dann damit machst, ist deine Sache. Und jetzt noch eine persönliche Frage, das interessiert bestimmt alle. Was hat denn die Arbeit mit dem Medizinrad in deinem Leben verändert? Was hat es ganz besonders, also ganz persönlich für dich bewirkt und verändert? Was es bei mir krass verändert hat, ist dieses, ich bin ja aus der DDR, ich bin da sehr geprägt, die Dinge anzugehen, sie nicht zu verschieben, die Dinge sofort anzugehen, sie nicht auszusitzen, aber auch zu erkennen, dass es eine Form von Aussitzen gibt, die mit Aussitzen nichts zu tun hat, sondern es ist noch nicht die Zeit und nicht dieses esoterisch, es ist jetzt nicht die Zeit, weil ich habe jetzt keinen Bock da ranzugehen, sondern jetzt ist einfach noch nicht die Zeit. Das ist richtig, aber das braucht noch. Die Entscheidung, die du fällen möchtest, weil du etwas machen willst, ist jetzt noch nicht reif, da fehlen noch ein paar Dinge. Aber auch die Geduld zu lernen, nicht alles zu wissen. Nicht jetzt, warum ist es jetzt noch nicht so weit, sondern auch zu verstehen, so Dinge zu verstehen, wie die Geduld zu haben, Dinge nicht ändern zu können. Die Weisheit, die Kraft zu haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das sind Sätze, die kennen wir alle schon, aber auch die Weisheit, es dann zu unterscheiden, zu verstehen, was soll die uralten Sätze wirklich bewirken, dass die wirklich wirken, dass sie wirklich tatsächlich sind. Und immer mehr komme ich in dieses im Jetzt zu sein. Ja. Man hört das immer so gerne, im Jetzt zu sein. Das klingt immer wunderbar, aber was bedeutet es? Und das Medizinrad zeigt es dir. Und es gibt es über die ganze Welt verstreut. Und was ich von dir gelernt habe, ist, dass man die Arbeit mit dem Medizinrad auch Erdastrologie nennt. Mhm. Und so wie uns die Planeten begleiten und die Energien der Planeten schon da waren, also die Gesetzmäßigkeiten der Planeten waren ja schon da, bevor wir überhaupt geschaffen wurden. Das heißt, in jeder Zelle, wir sind aufgewachsen, wir sind entstanden mit den Gesetzmäßigkeiten der Planeten. Ja. Und wir sind entstanden mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Elemente, aber eben auch dieser Elemente und des Spiels der Elemente untereinander und der Verbindungen. Das heißt, Astrologie und auch Erdastrologie, also Medizinradarbeit, ist totale Zell- und Basisarbeit. Mhm. Und ich arbeite jetzt auch mit Medizinrad durch dich und ich muss sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das macht, wenn man das nicht weiß. Ganz ehrlich. Weil vor allem, also schon allein zu wissen, es gibt diese vier verschiedenen Aspekte, dein Mindset, deine Gefühle, dein Körper und deine Tatkraft und eben in der Mitte dann eben auch noch deine Seele, also diese fünf. Und mal zu hören, was sagen denn diese vier verschiedenen Aspekte plus was sagt deine Mitte? Allein schon, wenn du darauf hörst, hast du schon in jeder Situation deines Lebens die Möglichkeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen, weil du einfach wirklich alle Aspekte, die da mitzureden hast, auch hörst. Und wenn es nur das ist, was du da lernst, dann hast du schon für dein Leben die Möglichkeit, egal was ist,
immer alle Aspekte zu hören und dann von der Mitte aus zu entscheiden. Zeigt dir ganz klar, ob du im Drama bist oder im Leben. Mike, die Termine? Also die Termine ist die erste Wanderung, die ist vom 5. Juni bis zum 9. Juni. Ja, das ist natürlich im Frühling, Anfang Sommer. Ganz andere Situation als zum Beispiel vom 4. September bis 8. September im Herbst. Die sind so unterschiedlich, dass man am besten beide mitmacht. Die Medizinratausbildung ist der erste Termin am 22. und 23. Mai. Der zweite Termin ist dann der 26. und 27. Juni. Und der dritte Termin ist der 17. und 18. Juli. Ja. Aber die Termine stehen dann auch auf meiner Webseite. Und in der Infobox verlinken wir, also stellen wir es euch natürlich dann auch rein. Und das Ganze findet statt in Gernsheim, in der Kristallquelle, in unserem Seminarzentrum. Genau. Ne, so, also die Wanderung jetzt nicht. In Thüringen, wir wandern nicht im Raum. Ja, genau. Ja, das sind so das, was ich jetzt so sagen wollte, an euch, zu euch schicken wollte und will. Dann hoffe ich, dass wir euch interessieren konnten und dass ihr so ein bisschen verstanden habt, worum geht es da und auch wie wichtig das ist oder einfach wie hilfreich. Ja? Weil es ist so wesentlich, das ist so die Basisarbeit. Du lernst da wirklich ganz, ganz tief in der Basis einfach zu wissen, wie treffe ich denn Entscheidungen? Ja? Wie treffe ich Entscheidungen für mein Leben? Und du lernst, wie trifft mein Körper Entscheidungen? Ja. Er hat so seine eigenen Ideen über die Dinge. Ja. Ihr Lieben, wir danken euch sehr für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch interessiert und berührt zu haben. Und famous last words, willst du noch was sagen? Ja, wir treffen uns auf alle Fälle, irgendwie sehen wir uns. Und ich wünsche euch Gesundheit und Humor und ein langes Leben. Dankeschön für eure Lebenszeit.